ein bisschen vor. Okay, ja, okay, wunderbar. So. Lauf! Gut festhalten. Servus. Bike langsam. Und rechts, rechts. Eine Kurve haben wir überstanden. Langsam. Langsam, Spike. Und rechts. Und geh rüber. Geh rüber. Ginger. Geh, Ginger. Und links. Achtung, festhalten. Rechts. Links. Und vorbei. Hey, die Sterblichkeit ist gerade so hoch bei den Rentnern. Die wohnen hier oben drin. Ja, die kennen mich ja alle. Stopp. So, gut. Der Fuß auf die Bremse. Das war diese Pinkelstelle, die wir auf dem Video gesehen haben. Nur da hat er hier gemacht. Das ist ja dadurch, weil es ein Berg ist, ist ja relativ sicher. Okay, Fuß runter. Und lauf! Spike! Ja, die kleine weiße Sophie wollte halt mal zu dem Hund hin. Sophie, konzentrier dich, guck nach vorne und dann nach dem kleinen weißen Hund. Rechts und gerade. Rosa fein, jawohl. Und rechts. Wo ich mein Radgeschäft noch in Hildburghausen hatte, war das halt immer der tägliche Weg. Mit Fahrrad und drei Hunden. Also ich bin wieder direkt nach Hildburghausen gekommen. Da hatten wir 100 Meter oder 200 Meter durch die Stadt. Und dann habe ich den Bus getan und abends entweder wieder nach Hause oder wir haben sie dann abends wieder nach Hause gefahren. Ja, Woody im Grab. Also damals hast du mit drei angefangen? Nein, oder? mit ein. Und dann der zweite kam aber nach drei Wochen schon, weil die, naja, was heißt Züchterin, also Wald- und Wiesenwurf, angerufen hat, hat gesagt, ach, da kam wieder einer zurück, die haben den nach Nürnberg verkauft und da wäre irgendeine Hundehaarallergie. Okay. Ja, und dann hat man relativ schnell den Bruder gehabt, den Spike vorne. Und der dicke Leo, der kam aus schlechter Haltung.
Der war, den hatten sie, ja gut, was schlechte Haltung. Der Besitzer, der Schwiegersohn hat ihn gekauft, hat dann das Weide gesucht und der Schwiegervater hat den gehabt und ist nicht mit dem fertig geworden. Weil er bissig war, der Leo. Okay. Ich habe den rausgeholt aus dem Käfig, hat er mir sofort bis in die Pulsadern reingebissen. Der Ude hing er am Hals und jetzt ist es der fremdste Hund, kann jeder Kind mit mir spielen. Hat zwei, drei Jahre gedauert. Aber das Rudel hat mir dann, also das Feige und die Sender hat mir dann erzogen. Und jetzt ist er da ganz wichtig ja, für die Welpen mit. Da hinten rechts die Sender, da hängt die Leine ein bisschen durch, weißt du? Da weiß ich immer, ja, die ist mal, wenn sie mal ein bisschen raschelt draußen, dann zieht sie wieder voll, aber sonst muss ich halt immer dann so schnell fahren, wie der langsamste läuft, ne? Ja. Von die Sophie ist dann halt auch im Moment noch nicht ganz so trainiert. Bestimmt. Ja, außer wenn es irgendwie langsam gehen soll oder so. Oder wenn ich jetzt merke, hier zum Beispiel bei grobem Schotter, das ist genauso, wenn du mit deinen Turnschuhen auf, dein Fuß ist ja wesentlich größer, ne? Auf Pflastersteine laufen würdest, die kreuzig quer liegen. Je schneller du da drüber läufst, desto schneller hast du den Fuß verknackt. Ne? Und vorbei. Sonne scheint, ja, sowas. Ja, und Schnee am Rand, oder ein Meer. Temperatur passt einigermaßen. Kälte wäre natürlich besser, aber alles andere ist doch alles machbar. Wenn es in Strömen regnet, wie gestern Abend. Hatte ich eigentlich die ganze Zeit nicht einmal gehabt. Also immer wenn wir gefahren sind, hat es vielleicht mal am Anfang genieselt, aber sonst war es also während der Fahrt immer trocken. Du kannst dich dann immer mit deinen Gästen auch unterhalten. Ja, ja. Ja, bei vier Hunde denken, da ist nicht bei der Sache. Ja, genau, der Leithund, der hat zwar schon die Ohren offen, aber der ist es mittlerweile gewöhnt, weißt du? Also langsam. Und rechts. Hallo? In Deutschland hier, Thüringen. Ah, da fährt auch einer auf der gesperrten Straße. Darf man aber nicht mehr folgen. Und rechts. Auch die Leute greifen schnell zur Chemie, schnell zum Tierarzt, weißt du. Und ja, ich lasse ja bei denen auch. Ich meine, die Impfung, wenn ich jetzt rennen oder irgendwo was fahre, dann brauchen sie ihre Impfungen. Ne? Aber sonst ist das Rudel unter sich. Dann impfe ich auch mal ein, zwei Jahre nicht. Ne? Oder entwurmen, wenn Bedarf ist. Okay. Jetzt, wo sie wieder. Und links. Wenn sie wieder alle dünn gemacht haben, dann musst du halt mal entwurmen. Links. Rechts und geradeaus. Oder wenn du dann halt gerade bei den Hündinnen, weißt du, dann geben sie mir die Spritzen gegen die Läufigkeit oder sowas, da kannst du drauf warten.
die alle an Krebs verrecken. Bei mir werden die alle sterilisiert, da kommt alles raus. Da werden die 100 Jahre alt. Die kein Stress, die verändert sich nicht im Wesen, überhaupt nicht. Ja, unser ist jetzt das erste Mal, da haben wir so einen Kipperschlüpfer angebracht. Ja, ja. Ja, und dann geht es meistens dann schon wieder in die andere rein. Also ich hatte hier die Ginger, die ist dreimal im Jahr läufig geworden. Also sobald das abgeklungen ist, ist das nächste schon wieder angegangen. Und wenn du dann alleine hast, ist es wurscht. Aber wenn du Rüden hast, weißt du, die riechen das ja sofort wieder, wenn es beginnt. Ne? Ja, ja. Was habt ihr für einen? Labrador. Ah, Labi. Also na, die kannst du auch noch vorspannen. Ah, kräftige Hunde. Hier genau, ja. Die kannst du genauso trainieren. Labi gespannt. Die sind mal schwierig mit Dobermännern fährt. Oder ich habe eine Bekannte, die hat einen gespannt mit 8 Dalmatinern. Königspudel, alles gibt's da. Und stopp! Ja, wir haben Wassergraben. Bleib! Rasse! Spinnt ihr oder was? Erstens ist der Wassergraben links und nicht rechts. Balu! Time out! Hier wegen Fotos, soll ich dir das dann jetzt sagen? Ja, ich gebe dir schnell die Näpfe dann. Bleib ja auf deinem Platz. Blöde. Einer nach dem anderen hier. Komm, hier ist Spike. Hierher ist Spike. Da ist es. Schön auf der Bremse bleiben, gell? Mist, da geht schon wieder los hier, der Welpe. Und wir sind da. Nimm. Asko, nimm. Ja, er gräbt sich schon wieder ein. So, gib mir mal den Auslöser. Oh Gott, da ist er. Hier unten, ja. Der Kleine. Der Kleine. Hat aber nur eins gemacht. Bitte? Lass mal das wieder zurücksetzen. Bitte, komm. Ja. Bei der nächsten machen wir. Bei dir weiter. So. Beim nächsten anhalten. Steck's nochmal weg und dann tauschen wir ganz fix. Aber erst wenn ich wieder auf dem Wagen bin. Das ist die Zeit, gell? Warte mal, ein kleines Stück fahren wir noch.
dann ziehe ich wieder Fuß runter bis zum Abzweig und dann halten wir noch mal an. Und lauf! Der Rudi immer noch im Schritt, guck. Ja, Rücken schön ruhig, ne? Aus dem Bauch läuft er raus. Kraft sparend. Links! Links! Ja, Spikey, da sind wir mal ganz, ganz, wo der Kleine war, ist lang gegangen. Und links! Und... ein bisschen gegen den Lenker nachher auch stemmen, wenn man mal irgendwo, nachher geht es durchs Gelände in ein Loch reinfahren und der schlägt irgendwo auf, dass du nicht vorne auf den Lenker gehst. Sitzt du gut? Stört dich der Anker hier irgendwie? Nee. Gut. Du siehst was? Ja. Oh, perfekt, du kannst dich hinstellen, wie du willst. Rennen sind, dann ist da kein Bremse drin, dann ist hier voll durch. Beim Wagenrennen, nee, also da bin ich auch vorsichtig, sagen wir mal so. Weil meine Stärke ist ja, wenn wir Wagenrennen machen, bergauf. Aha. Das sind ja die besttrainierten Hunde. Alles andere kriegt die Kilometer gar nicht zusammen, die ich zusammenkriege. Hm. Also bei so einem Hundeschlittenrennen musst du eigentlich immer so 700-800 Kilometer Trainingskilometer vorweisen. Ne? Aha. Und ich habe jetzt schon 2500 weg. Also bis zum Saisonende habe ich wahrscheinlich meine, nee, 2000 habe ich weg, wahrscheinlich meine 3000 Kilometer. Und dadurch, weil die schwere Lasten ziehen, mache ich natürlich gleich hoch, zwick ich alles weg, ne? Aha. Keine Chance. Wann ist das am Ende? Ende April. Mhm. War letztens mein Kollege da, ich bin mit 10 Hunden gefahren, der ist mit 12 Hunden gefahren. Und der fährt viel Rennen, ne? Da habe ich auf die ersten 7,5 Kilometer 10 Minuten abgenommen, was nur gleich hochging. Und was machst du dann im Sommer mit den Hunden? Ich trainiere es ab. Dann, wenn es warm wird, dann liegen die nur, dann wollen die selber nichts machen, gehen ein bisschen im Freilauf. Wenn es mal kühl wird, nehme ich meinen Scooter, den Roller. Ne? Aha. Und ich habe mir dann über den Schweizer noch diese Sommer-Events, diese Hunde, Outdoor-Wanderungen mit Übernachtung im Zelt. Aha. Oder in so Wanderherbergen, wo man dann Lagerfeuerabends machen mit Bratwurstbraten und allem so drum und dran. Machen wir früh im Prinzip eine Wanderung von, kommt immer auf die Gruppe an, von 10 bis 20 Kilometern. Aha. Zeigt da ein paar die Werderquelle oder die alten Stasi-Bunker oder sowas, weißt du, was hier alles oben sehenswertes ist. Fahren wir nach Oberhof zur Skihalle und abends sind wir dann entweder Friedrichshöhe oder oben auf der Schmücke und dann haben wir Zelte oder die Leute können in der Wanderherberge schlafen, so wie sie möchten. Und früh schön Frühstück gemacht und dann wieder Hund dran. Die ziehen natürlich ziemlich stark, deswegen ist es immer für Pärchen, also ein Paar, ein Hund mit zwei Leinen. Aha. Und dann marschieren wir da los. Du hast ja dann im Thüringer Wald oben doch ein bisschen weniger Temperatur als unten. Ne?
langsam und rechts. Wenn der Wagen im Prinzip nach rechts kippt, dann drückt euch einfach entgegengesetzt. Ne? Bike rechts. Konzentrier dich, Mensch. Und gibt's schon Pilze? Max, Mensch, macht man nicht. Bei geradeaus. Nee, geradeaus. So ist er fein. Geh mal auf deinen Platz da vorne. Also mein Husky, der wollte im Sommer auch rennen. Ne? Der hat. Ja, wollen nun die das auch? Also wenn ich die jetzt in Gottzeuge anziehe, dann würden die natürlich so lange rennen, bis sie überhitzen und sterben. Also. Das merkst du dann, als erstes gehen die Mäuler auf, dann kommt Schaum vor den Mund und dann fällt er um. Ja, du als Mensch musst da schon. Ich bin dann halt immer so, dass er viel trinken konnte. Ja, ja. Aber auch bei 30 Grad, da haben immer die Leute gesagt, der arme Hund. Und mit mir hat keiner Mitleid gehabt. Und rechts. Festhalten. Rechts! Stopp! Spike, du musst. Ich weiß nicht, wer jetzt schuld war. Eine Mix, gell? Ja, ja. Dann komm hier rüber. Mix, ey, du bist doch verdreht, du alter Aff. Den Husky macht der Max. Ja. Spike, hier, komm. Mach langsam, Spike, ich hab doch was gesagt, komm her. Langsam, Max, hey, stopp, langsam. Ich sag wann. Links, 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 Spike, links. Links. Hier rüber. Stopp. Lakota, hast du noch alle? Geh mal auf deinen Platz. Sind da. So, die Strecke nehme ich schon lange nicht gefahren und deswegen. Und lauf! So, sie sind da fein, jawohl. Stopp! Auf die Bremse. Lauf langsam und stopp. Balloon, na gut, okay. Und lauf. Das ist auch so ein Weg, der erste Schnee kommt. Da liegt alles um, was hier umliegen kann. Stopp! Und lauf! Okay. Ja, da liegt schon der erste Halber. Langsam, langsam, so ist fein. Okay. Und lauf. Kommt runter.
Auf geht's, komm, zieh! Rechts vorbei, Spike, rechts vorbei. So ist er fein. Auf geht's. Ein Lauf, komm, auf geht's. Kommst du hin da? Nächste Mal mit seinen jungen Jahren zu packen, das war die Ginger von der links, die macht Druck. Ist ja, gell? Da gibt's nur eins, nur Feuer. Haben die dann jetzt eine feste Rangfolge oder gibt es nur einen Chef und dann. Ja, ja, die Sender ist der oberste Chef. Ah ja, und gibt es dann eine richtige Rangfolge? Oder ja, dann geht es im Prinzip so weiter, das ist dann der Spike, der zweite. Ah. Aber der hat mit der Stärke nichts zu tun. Die anderen akzeptieren er einfach, weil sie auch vom Alter her. Ne? Ah. Dann kommt der Leo. Aha. Und dann nach unten hin wird im Moment so ein bisschen ausgefochten. Ne? Ja. Einmal Wechsel vom Leader, schon ist das wieder, es gibt schon wieder Feuer im Gespann. Und so ist halt auch beim Rennen, ne? Die musst du zwei, dreimal auswechseln, weil sie vom Kopf her das nicht packen. Ja, das ist heilfroh, dass er dahinter ist. Musst du dann bei Rangkämpfen eingreifen? Oder? Ja. Absolut. Also nicht bei jedem, ne? Also du hast zum Beispiel so kleinere Dinger, wo einfach mal geschnappt wird, da ist mehr, also mehr Ton als Beise rein, dann blägst du mal, dann gehen sie auseinander, aber dann hast du auch mal, gerade wenn du mal einen Älteren holst, weißt du, der da sich ein bisschen behaupten will drin, dann verbeißen sie, da brauchst du nicht zu schlagen, nicht zu machen, null Chancen, sondern beide ans Halsband und dann kurz zugedreht, das Gesicht zu dir gedreht, dass der Hund weiß, du warst derjenige, der den Schmerz zugefügt hat. Und wenn du den Hund schlägst und machst, dann denkt ja immer, der andere ist es. Aha. Und kriegt immer mehr einen Hass auf den anderen. Ja. Dann ist er irgendwann wieder dran. So nimmst du, Halsband rum, weggerissen, zu dir drehen. Aber es war so in den ersten Jahren mit dem Leo mal öfter mal, aber... Lostab! Ich glaube mal, dass das seit 5, 6 Jahren nicht passiert ist. Hast du mal mit Max und Washagi, weißt du, gehen sie aneinander vorbei, da geht's und dann hat er den mal im Bein gebissen, so ein kleiner Bisswunde, wo du sagst, gut, ist nach einer Woche wieder gut. Aber die Zeiten sind vorbei, dass sich da aufs Messer bekriegen. Und Lauf! Das hatte ich auch immer, du hast ja gesagt, die sind sehr kinderlieb, unsere große Tochter, die war ja da noch recht klein und da habe ich auch immer gedacht, Mensch, wenn er jetzt mal, also er hat sich wunderbar eingefügt, aber ja, hundertprozentig kannst du ja nie sagen, ja. Ne? 90 kannst du sagen, ich sage auch nicht hundertprozentig, weil ein Hund, ne, das ist... Jetzt. Wenn er halt dann mal einen Rangordnungskampf anfängt, dann, ja. Ja, das ist also... Deswegen ist auch immer, wenn bei mir Kinder mit drin sind, ist die Pudel immer mit drin und die Lisa mit drin. Und die achten dann auch immer auf den Leo, ne? Weil der Leo ja doch früher
meine jetzt nicht mehr, aber mal bissig war. Und da wird dann schon Obacht gegeben, dass da kein Ärger gibt. Regnet es geradeaus am Horizont. Schaut so aus, ja. Dann hier sind wir auch immer Gleitschirm geflogen. Auf dem Wiesen haben wir die Winde hingestellt, 1000 Meter Seil ausgelegt. Winde, ja? Ja, da haben wir einen Verein gehabt, den wir gekauft haben damals. Da haben wir jeden Sonntag hier geflogen. Herrlich. Fliegt hoch, thermisch gut, wir haben gute Flüge von hier aus gemacht. Naja, dann habe ich auch ein Fahrradgeschäft angefangen. Abgegeben und dann ging das so langsam, weißt du, wie es ist, wenn dann der Macher und das Zeug nicht mehr da ist und jenes und welches Zeug ist so langsam verfallen. So, ich habe ja da so ein Motorelle, was ich mir hinten auf den Drachen noch drauf stecke. Sommer, Sonntag hinten auf der Wiese. Ich meine Runde über Thüringer Wald. Ich suche in Meiningen mal auf dem Platz bei Kollegen, trinke Kaffee und dann komme ich wieder her. Ah, das ist ja alles verboten. Deswegen mache ich das Sonntag um 12, wenn sie alle ihre Klöße schlagen, weißt du, und am Mittagstisch sitzen. Aha. Dann starte ich meistens gegen Westen und vor dem Dorf drehe ich dann schon wieder ein und bin dann schon wieder in die Richtung. Wieder feine Hundis. Stopp! Umspannen. Hinterle. Feine, ne, komm hinter. Ne, komm zurück, Schindler. Zurück, zurück. So ist er fein, jawohl. Ne, wir können da kein Risiko eingehen. Ne? Ey, wir brauchen ja nicht noch eine Anzeige am Hals. Wahrscheinlich, oder? Oh ja, weniger. Also bis jetzt hatte ich noch keine gehabt. Und lauf! Das sind auch ein paar Sprüche von allen Rändern hier, die man sagt, und deine Windkläffen. Dabei sind es gar nicht meine, weißt du? Also die, nicht, dass sie fragen erstmal, sind es deine Hunde, sondern gleich deine Windkläffen immer mittags. Ja. Ich sag Klaus, ich sag, wie alt bist du jetzt? 75. Ich sag, die kläffen immer noch, habe ich gesagt, da liegst du schon da oben. Aber ich halte nicht in der Diskussion. Die hörst du komplett nur beim Anspannen. Aber sonst habe ich hier in dem Dorf überhaupt. Ja. Im Gegenteil, also da freuen sich eher die Leute immer, wenn ich oben losfahre, als dass ich. Ja, deswegen ist ja auch so sonntags, ne, dann sehe ich das immer so um eins herum, dann mache ich den Lehrgang und das ganze Zeug allen drum und dran, da ist so 3, 4, weißt du, und da sind die erstmal schon von mir im Mittagsschlaf wieder erwacht. Achtung! Ja, nur noch weg dein Hund, lauf! Schnell, lauf! Lauf, 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 lauf! Links vorbei, links, 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 links vorbei, 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 vorbei. Super, danke. Das war eine saugeile Begegnung jetzt. Wunderbar. Schön vorbeigelaufen. Reingemacht, reingemacht. Und links. Und rechts. Nice, wir sind noch fit.
Und vorbei. Max rechts auf dem Bürgersteig. Jawohl. Okay, so ist fein. Einwandfrei, fein gemacht, super. Schön außenrum, jawohl, so seid ihr fein, ja, wunderbar. Ja, der arme Hund. Das war so eine Truppe. Man muss unbedingt einen Hund haben, weißt du? Jetzt haben sie ein Jahr, jetzt haben die Kinder keine Lust mehr mit mir spazieren zu gehen. So, können sie absteigen, können sie losmachen und können sie reinführen. Von hinten nach vorne oder egal? Oder? Jo, nimm die hinteren gleich. Dakota, komm rein hier. Hier links, komm. Hallo. Hallo. Sophie, wo hockst denn du da? Pfui! Schwein! Piss ich denn bei dir rein? Nee, mach, Liesin, mach's ab. Mach gleich alle ab. Ja, ja, ja. Ja, ja, lass. Ja, Hallo, du siehst ja schick aus. Du siehst ja schick aus, Balu. Budi! Na, Budi, hä? Kann der Balu allein gehen? Weil der noch vorne festhängt. Ach so, dann mach ihn ab. Hab ich's vergessen. Dann geht alleine rein. So, wo hab ich jetzt die? Abmarsch. Herr Balu, du verfressenes Ding. Wo hat die Lisa die Neckleine jetzt hin? Lieschen, wo hast du die Neckleine hin? Lisa, die Neckleine! Ja, die muss hierher. Soll ich damit noch irgendwas machen? Nee, ich fädel das jetzt auf und stelle ihn dann gleich zum Kerlchen her. We'll be right back.